In diesem Video möchte ich kurz zeigen, wie man den Ersatzwiderstand einer Schaltung in einem Online-Netzwerksimulator wie EasyEE berechnen kann. Dazu soll als Beispiel mal hier die Aufgabe 28 dienen, die wir uns ja alle in der Übung angeschaut haben. Und bevor man jetzt anfängt, die in dem Online-Netzwerksimulator zu berechnen, ist es schlau, sich erstmal so ein paar Gedanken kurz zu machen, wie die Lösung aussieht. Ich will jetzt hier keine langen Formeln hinschreiben, aber wir haben hier sowas wie 6 Ohm zu 6 Ohm parallel, das heißt, diese Widerstände zusammen ergeben 3 Ohm. Hier haben wir 1 Ohm und 1 Ohm in Reihe, die beiden zusammen ergeben also 2 Ohm. Und wenn man jetzt hier den Widerstand der 1 dazu noch in Reihe schaltet, dazu, dann ergibt das 1 Ohm und 3 Ohm in Reihe 4 Ohm, so dass jetzt schlussendlich für den Ersatzwiderstand dieser Schaltung rauskommt. RAB sind 2 Ohm parallel zu nochmal 2 Ohm hier in der Mitte und parallel zu diesen grün umkreisten 4 Ohm dort hinten. Und 2 Ohm parallel zu 2 Ohm lässt sich wieder relativ einfach ausrechnen. Das sind 1 Ohm, sodass 1 Ohm parallel zu 4 Ohm sind, und auch das kann man relativ gut im Kopf ausrechnen. Einmal 4 durch 1 plus 4 als Zahlenwert macht 4 Fünftel Ohm oder eben 0,8 Ohm. So, das Ganze soll jetzt in diesem Netzwerksimulator hier berechnet werden. Dazu habe ich hier schon mal ein neues Projekt angelegt und ein neues Schaltbild angefangen. Ich mache das mal ein bisschen größer, und wir brauchen jetzt eben die Widerstände, und zwar, wenn man sich das Schaltbild anguckt, ein Widerstand dort oben und nochmal einen Widerstand dort oben, und dann kann man mit R die Widerstände drehen, sodass wir nochmal den Widerstand an der Seite, die beiden Widerstände in der Mitte hinbauen können, und ich drehe nochmal und dann haben wir schlussendlich noch den Widerstand dort unten. So, mit diesem Zoom-Regler hier mache ich das jetzt mal ein bisschen größer, wenn es denn funktioniert. Prozent, und jetzt kann man erstmal mit dem Wire-Tool hier die Widerstände verbinden, genauso wie das in der originalen Schaltung war. Die Nummerierung der Widerstände passt jetzt natürlich nicht mehr, weil hier die einfach alle frei durchlaufen, durchnummeriert werden, aber am Ende müssen wir denen halt natürlich dann wieder die richtigen Zahlenwerte geben. So, wenn man jetzt schon mal sich mit solcher Netzwerksimulation beschäftigt hat, dann weiß man, eine solche Schaltung braucht auch immer eine Masse. Die schließen wir unten schon mal an. Und jetzt kann man diesen Widerständen natürlich schon mal allen die entsprechenden Werte geben. Dazu klicke ich hier mal drauf auf diesen Widerstand. Und so, und jetzt sieht man hier oben halt als Name des Widerstandes seinen Wert. Statt 1 Kiloohm wollen wir hier 1 Ohm haben und hier auch 1 Ohm. Und dieser Widerstand hier unten, der hat auch 1 Ohm. Der Widerstand hier, das sind 2 Ohm. Und die beiden Widerstände hier hinten hatten jeweils 6 Ohm und nochmal 6 Ohm. So, jetzt ist so ein Netzwerksimulator nicht unbedingt dafür gedacht, Ersatzwiderstände auszurechnen, sondern er ist eigentlich dafür gedacht, Ströme und Spannungen auszurechnen. Und jetzt kann man halt so einen kleinen Trick machen. Wir brauchen auch irgendwas, irgendeine Quelle, die diese Schaltung anregt. Dazu nehmen wir mal eine Stromquelle und drehen die so hin, dass die den Strom hier oben hin fließen lässt, und schließen jetzt mal die Stromquelle hier an den ursprünglichen Knoten A an mit dem einen Ende. Und das andere Ende der Stromquelle schließen wir unten an den Knoten B an, sodass die Stromquelle jetzt in den Knoten A dieser Schaltung uns was reinschickt, einen Strom, der dann durch diese Widerstände fließt und der durch den Knoten B wieder rausfließt. Und dieser Stromquelle, sagen wir jetzt, die soll nicht sinusförmig sein, sondern die soll einfach eine Gleichspannungsquelle sein und soll bitte schön den Wert 1 Ampere haben. Und wenn die jetzt 1 Ampere in die Schaltung reinfließen lässt, dann gibt es an diesem Knoten gegenüber dem Masseknoten hier unten eine Spannung, und diese Spannung ist genauso groß wie der Ersatzwiderstand der Schaltung vom Zahlenwert her. Und diese Spannung kann man dann mit einer Voltage Probe hier oben messen, mit einem Spannungsmesskopf.
Und jetzt müssen wir diese Schaltung noch einmal abspeichern. Und dann kann das Ganze auch schon simuliert werden. Und das Simulationstool findet man hier oben, Simulate this Sheet. Und da wählen wir jetzt, wir wollen einen Gleichspannungsarbeitspunkt berechnen, einen DC Operating Point. Und klicken mal auf Run. Und dann kommt hier raus, ja, als Ergebnis, die Spannung an dem Knoten von dieser Voltage Probe sind 0,8 Volt. Und das ist auch extrem sinnvoll, dass das so ist, weil wir hatten ja vorher gesagt, der Ersatzwiderstand dieser ganzen Schaltung sind 0,8 Ohm. Und wenn man jetzt den Strom von 1 Ampere von dieser Stromquelle durch diese Schaltung durchfließen lässt, die insgesamt 0,8 Ohm Ersatzwiderstand hat, dann sollten über dieser ganzen Schaltung, also an diesem Knoten gegenüber dem Masseknoten hier unten, auch genau 0,8 Volt abfallen. Und das passiert auch. Und auf diese Art und Weise kann man jetzt natürlich auch von viel komplizierteren Schaltungen und auch von Schaltungen, die sich nicht allein in Rein- und Parallelschaltung auflösen lassen, den Ersatzwiderstand bestimmen. Auf diese Art und Weise.